Willkommen zu einer neuen Folge von Feuerwehr 2014, die Simulation. Heiß her ging es in den letzten Folgen. Jetzt fahren wir Rettungswagen und da geht es eigentlich nur darum, irgendwelche angetrunkenen oder betrunkenen Personen zu retten, beziehungsweise ins Krankenhaus zu fahren. Es ist so ein bisschen wie das Taxiunternehmen mit Blaulicht, ja. Und in letzten Folgen war Florian ja immer dabei, ist jetzt leider nicht mehr der Fall, aber trotzdem machen wir weiter. Und ja, gespannt, wieder herrlicher Sonnenuntergang, ja, gespannt, was jetzt noch so für Einsätze kommen. Kann eigentlich nicht mehr so viel sein, weil die Schicht bald zu Ende ist. Oh, der Sonnenuntergang. Schaut mal. Oh. Mann, oh Mann. Das ist ja ein Ding. Emma, ist das denn Aussicht? Was ist das denn Aussicht? In der letzten Folge haben wir auch so ein bisschen mit dem Hydranten rumgespielt und das wollte ich jetzt eigentlich fortsetzen, es sei denn, das Ganze ist jetzt abgebaut, dann werde ich das jetzt, glaube ich, nicht mehr aufbauen. Aber es scheint ja funktioniert zu haben, also so viel dazu. Und ist er noch Florian drin, der Hydrant? Nee, hat er irgendwann rausgeräumt. Dann machen wir das Auto am besten mal sauber. Ja, ist raus. Hä, warum ist das raus? Wer macht solche Dinge? Das ist Sachbeschädigung. Rumgebollere am, ne? Rumgebollere am Hydranten. So, dann sieht das auch wieder alles ein bisschen ansehnlicher aus. Ja. So. Hier geht's weiter. Alles senkrecht? So, sieht das bald aus wie neu, das Auto, hör mal. Ja, hier ist auch der ganze Dreck und das VIS-Kennzeichen ist ja auch schon ganz verdreckt. Das ist ja, und das VIS-Logo hier erst, also das ist ja ein Unding, dass das Monopol beschädigt ist quasi. So. Dann machen wir das mal zurück. Es gibt hier irgendwo Ölschmiermittel oder sowas. Ah, ich wollte sowieso mal die Autobatterie, das wollte ich auch mal austesten. Einsatzbefehl für Florian klar. 5. Von der Landstraße beim Brunsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Dann mal los mit euch. Florian, wenn ich das richtig verstanden habe, Fahrradunfall. Einsatz angenommen. Ja. Das ist ja interessant. Das hat man, glaube ich, auch schon. Ja, Überraschungsmoment. Komm, tritt drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Ja, ich trete drauf, ja, aber schneller als so schnell wie das Spiel erlaubt, kann ich auch nicht fahren, ne? Also ein bisschen das Problem hier immer bei den Kommentaren. So, fahren wir mal die Abkürzung hier. Ja. Machen wir mal. Wir sollten bei nächster Gelegenheit wohl auch mal eine Tankstelle anfahren. Sonst oh, kann die demnächst liegen. Eine Tankstelle. Ach du Scheiße. Würde ich mir gerne ersparen. Das stimmt allerdings. Der Tank ist ein bisschen, ne? Das ist eine sehr, sehr weise Anmerkung gewesen. Da habe ich natürlich jetzt nicht drauf geachtet. Auf dem Weg haben wir eine, aber sollen wir es riskieren? Nee. Ich glaube, das ist es mir nicht wert. Aber der Tank schwindet dahin.
Mann, das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Boah, wir müssen es eigentlich, ne? Wir müssen eigentlich die nächste Tankstelle nehmen. Kann man das machen? 3 Minuten haben wir noch. Das müsste eigentlich gehen, oder? Weil mir ist das zu viel Risiko. Du solltest vielleicht mal das Martinshorn einschalten. Oh, stimmt. So, jetzt weiß ich noch nicht mal, wo die Tankklappe ist. Ja. So. So, komm, mach. Komm, mach hinne, ey, mach hinne. Komm. Ach, scheiße. 2 Minuten. So. Muss sehr aufpassen, dass man da nicht unkonzentriert wird. So, scheint aber noch zu klappen. Ob das auf dem Weg zum Einsatzort mal schnell getankt, ja? Haben wir nicht gerade vollgetankt? Jetzt ist schon wieder so viel Tank weg. Wir sind ziemlich verbrauchen, dieser Wagen. Aber das kriegen wir noch hin hier mit der Zeit. Oh, haut hin. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. So, wo ist denn das jetzt? Wir müssen näher ran. Ah, hier. Florian 5 an Leitstand. Die Polizei auch schon. Am Einsatzort eingetroffen. Die überholt. Dieser Kackkäfer. Der drängelt sich noch vor. So. Jetzt gucken, wo jetzt das Krankenhaus ist. Einfach zurückfahren. Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Jetzt habe ich natürlich einige Autos beschädigt, aber das muss jetzt sein, das ist jetzt Verschnitt. So, und danach, denke ich, ist die Schicht auch schon zu Ende. Es wird ja bald schon wieder morgen. Güte, was hier wieder los ist. Bis 8 Uhr geht die Schicht ja immer. Und dann hat man frei. Beziehungsweise geht in den nächsten Arbeitstag. Eigentlich auch witzig, dass die Preise dran stehen. Braucht man ja als Feuerwehrmann sowieso nicht. Wird ja nichts abgerechnet. Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. So, mal gucken, ob das in 4 Minuten machbar ist. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. So. Über die Schranke. Irgendwann soll auch mal ein Zug brennen, glaube ich. Das wird auch noch ein sehr, sehr lustiger Einsatz. Bin ich mal gespannt. So, und jetzt gleich müsste eigentlich eine Map-Überblendung wieder kommen. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Ja, das war ziemlich gute Arbeit gestern. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht echt ein bisschen wenig Zeit ist. Also ich fahre jetzt zum Beispiel Vollgas. Wenn wir in dem Tempo weitermachen. Ich weiß nicht. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Und vielleicht habe ich da auch einfach nur so eine grundlegende Panik. Schauen wir mal hier über den Rasen. So. Jetzt geradeaus. Geradeaus. Gleich nicht mehr in 3 Minuten. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Jetzt nur noch 2 Minuten. Ja, es wird lustig.
Weil ich glaube, das macht man. Weil ich irgendwie, bei 2 Minuten denke ich mir schon so, der Schritt zu 1 Minute ist nicht mal so allzu groß, ne? Und dann ist auch der Schritt zu keiner Minute mehr groß. So, jetzt noch schnell zum Krankenhaus und dann sind wir da. Boah, wie viel Sprit das Ding verbraucht. Ist echt unfassbar. Wird schon wieder hell. Ja, witzig, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf vertragen. So. Genau. Gehen wir hier. Kehren wir mal ein. Das Hospital. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich. Genau, 5.49 Uhr. Dann ist jetzt nicht mehr lange. Bis zum Feierabend. Das war übrigens ziemlich gut so. Gestern. Wenn wir mal da sind, dann ist auch schon 7. Und dann macht man noch irgendwas und dann ist auch bald schon wieder 8. Und es kommt noch ein Einsatz rein. Das könnte natürlich auch sein. Meine Güte, was hier wieder so, los ist. So, 70 dürfte man fahren. Halten wir uns mal an die Verkehrsregeln. Weiß jetzt nicht, wie viel man hier fahren darf. Müsste man ja eigentlich genauso viel fahren dürfen. 70. Oder irgendwie ein Tempomaten. Ne. Hier müssen wir so fahren. Ah nee, auf die Tempobegrenzung achten wir nicht. Das ist echt zu mühsam. Ja, auf die roten Ampeln können wir warten. Ja, wie die Berechnung war, ne, sind wir um 7 ungefähr an der Wache. So. Mann, das ist wieder so eine Geschichte, die nie zu enden scheint. Und dann, ja. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Hier in der Werkstatt ein bisschen rumschrauben. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Das ist auch wieder so dreckig, das Fahrzeug. Wir haben das ja nicht gerade eben erst gewaschen, ne? Entschuldige. Entschuldige. Hier irgendwo muss Maschinenöl sein. Was ist das hier eigentlich? Dieses Ding. Schade, dass man hier nicht noch mehr auswählen kann. Wo ist der Schmieröl? Der Maschinenölkanister. Gibt es den überhaupt? Oh, wir haben Schichtende. Na, dann nutzen wir die Chance und beenden die Folge damit auch gleichzeitig. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.